Folge Call of Duty Ghost Team Deathmatch und wir gewinnen gerade. Und sorry, dass ich gerade so vermüdet klinge. Ich bin eben gerade erst aufgestanden, weil ich heute zur dritten Stunde Schule habe. Und um 8 wollte ich eigentlich aufstehen, nur mein Babyhund hat mich wach gemacht. Aber man kennt ja andauernd diese Scheißprobleme. Fängt ja schon. Oha. Okay, das war jetzt kacke. In solchen Situationen sollte ich echt kein Sturmgewehr hier nutzen. Oh, wie heißen die Waffen hier nochmal? Du kannst keinen atmen? Ey, du Nutz. Nutz, hab ich gesagt. Das ist keine Beleidigung. Soweit ich weiß, ist es, glaube ich, ein Vogel oder sowas. Ganz ehrlich gesagt, ich sehe hier niemanden. Aha. Verdammt, so wollte ich wollte hier eigentlich auf diesen Teil hier drauf. Ja, Leute. Jetzt haben wir den Salat. Wenn ich hier unten kämpfen soll und gleich sterben sollte, nehme ich meine Schrot. Gut, danke Leute. Ja Mann. Meine Schrot kommt auch noch zum Einsatz. Seht ihr Leute? Ich mag die eigentlich, das ist keine schlechte Waffe. Man muss aber nur wissen, wie man die einsetzt. Aber ich habe mal so einen Plan. Die 10. Folge kommt ja morgen oder nachher nach der Schule bei mir raus. Und oder vielleicht auch gleich, wenn die Zeit stimmt. Und dann mache ich mal so ein Video nur mit einer Schrotflinte. Danke, Kumpel. Ich glaube, ich habe echt die falsche Waffe. Ich sehe, ich habe diesen Ding doch gesehen da. Kotenbeutel, Mann! Und wieso ich Kotenbeutel gerade gesagt habe, Leute, bei uns in der Schule, was ich euch noch sagen wollte, gibt es so einen Typen, der heißt Kotenbeutel. Und das ist jetzt kein Witz. Und ich sollte mal wieder eine andere Ausrüstung nehmen. Ey, wie kann man denn so durch ein Ding schießen? Das geht doch gar nicht.
Link hier in gar nichts. Haben wir gewonnen? Scheiße. Okay, wir sehen uns gleich wieder.